Kinder, kommt bitte zu uns. Wir müssen euch etwas sagen. Was ist denn los? Also, Papa und ich werden heute Abend auf die Gartenparty von meiner Freundin Bettina gehen. Dürfen wir nicht mitkommen? Nein, leider nicht. Die Party endet nämlich um Mitternacht. Und das ist zu spät. Muss ich jetzt etwa auf die Kleinen aufpassen? Nein, Tim. Oma und Opa kommen. Juhu, Oma und Opa! Charlotte? Ja, Johannes? Eventuell habe ich vergessen, deine Eltern zu fragen, ob sie aufpassen können. Mensch, Johannes! Das war ja mal wieder klar. Dann rufe ich eben an. Ja, hallo. Hier spricht Mathilde Spielwelt. Hallo, Mama. Hättet ihr heute Abend Zeit, auf die Kinder aufzupassen? Oh, Charlotte. Eigentlich total gerne. Aber heute Abend kommt schon meine Freundin Hannelore zu Besuch. Alles klar, Mama. Kein Problem. Es klappt nicht. Dann müssen wir eben absagen. Kannst du nicht Magdalena fragen? Sie ist schließlich unsere Patentante. Das ist eine super Idee. Hallo, hier ist Raphael McAllister. Hallo Raphael, wie geht es dir, Kumpel? Was machst du gerade? Dafür haben jetzt keine Zeit, Johannes. Raphael, kannst du mir bitte Magdalena geben? Ja klar. Magdalena, Charlotte finde ich am Telefon. Was gibt es denn, Charlotte? Ich weiß, dass das jetzt sehr kurzfristig ist, aber könntest du heute Abend ab 17 Uhr auf die Kinder aufpassen? Ja klar kann ich das machen. Vielen Dank, Magdalena. Du bist meine Rettung. Sehr gerne. Dann bis später. Bis später. Ein paar Stunden später. Johannes, machst du bitte auf? Ich muss noch überlegen, was ich anziehen soll. Okay. Hallo Magdalena, schön, dass du da bist. Magdalena! Schön, dich zu sehen, Clara. Danke, dass du da bist. Die Kinder haben noch keinen Abend gegessen, es gibt aber Kartoffeln in der Küche. Ach ja, und Clara und Freddy müssen heute baden. Wenn etwas ist, dann kannst du mich jederzeit anrufen. Alles klar, keine Sorge, Charlotte. Ich werde mich gut um die vier kümmern. Na dann, tschüss. Tschüss. Mama, bei mir. Ich komme doch bald wieder, mein Schatz. Willst du mir vielleicht deine Spielzeuge zeigen, Freddy? Oh ja. Schiff. Ja, das ist total schön. Ich will mit dem Schiff spielen. Eigentlich wollte ich mit meinem Haus spielen. Könnt ihr nicht beides miteinander verbinden? Ja, die beiden Figuren machen einen Bootsausflug. Es gibt Essen. Ich habe schon total Hunger. Guten Appetit. Guten Appetit. Nach dem Essen. Jetzt räumt ihr bitte den Tisch ab. 1, 2, 3. Bist du dir sicher, dass du alle Teller gleichzeitig tragen kannst? Klar, ich kann alles. Oje, jetzt muss ich die Scherben schnell wegmachen. Der Handfeger ist dort hinten. Danke dir. Beim Baden. Eigentlich habe ich gar keine Lust. Können wir noch eine Sprudeltablette reintun? Warum nicht? Au ja. Magdalena muss ja nicht wissen, dass Mama das nur am Pool erlaubt. Zuerst fülle ich Wasser rein. Und jetzt kann der Sprudel rein. Das sieht toll aus. Ja, total. Komm, wir gehen rein. Ach, hier sind die Shampoo-Flaschen. Die grüne ist von Freddy und die pinke von mir. Alles klar. Nun könnt ihr noch etwas spielen. Lass uns einen Kaffee aufmachen. Oh ja! Guten Tag, ich heiße Onkel Stefan. Ich hätte gerne einen Kaffee. Okay, bitte. Dankeschön. Der war lecker. Ich nehme gleich noch einen. Und noch einen.
So, jetzt kommt ihr wieder aus der Wanne. Oh, schade. Trocknet euch gut mit den Handtüchern ab. Kann ich direkt meinen Schlafanzug anziehen? Klar, das ist eine gute Idee. Aber wo ist er denn? Magdalena, ich kann meinen Schlafanzug einfach nicht finden. Wo hast du denn schon gesucht? Bereits in meinem ganzen Zimmer. Vielleicht ist er ja in der Wäsche. Ich ruf mal deine Mama an. Ja, der Schlafanzug ist in der Wäsche. Gibst du mir bitte Clara? Natürlich. Clara, du kannst einfach ein anderes T-Shirt und eine bequeme Hose anziehen. Okay, Mama. Gute Nacht und grüß die anderen von mir. Gute Nacht, Mama. Mach ich. Ich soll euch von Mama grüßen. Magdalena, um diese Zeit dürfen wir immer YouTube gucken. Okay, aber nur eine halbe Stunde. Kommt, wir schauen Familie McAllister. Papa, wo ist eigentlich Leonie? Witzige Frage. Wo ist denn Leonie? Pa, ich denke, wir haben Leonie zu Hause vergessen. Es könnte gut sein. Das war total lustig. Jetzt geht ihr bitte Zähne putzen. Super, hier lese ich noch eine Gute-Nacht-Geschichte vor, Freddy. Auf einer Insel, umgeben von einem türkisblauen Meer und übersteht von dichten Muskelnwäldern, lebt der kleine Drache Dracius. Die Geschichte ist zu Ende. Gute Nacht, Freddy. Gute Nacht, Magdalena. Schlaf gut, Clara. Jetzt warte ich auf Charlotte und Johannes. Hallo, wir sind wieder da. Danke nochmal, Magdalena. Hat alles geklappt? Ja, ich frage mich nur, ob bei Raphael allein zu Hause alles geklappt hat. Am nächsten Tag. Heute ist ja richtig schönes Wetter. Dann könnt ihr doch im Pool schwimmen. Und die Sprudeltablette kann auch rein. Moment mal, wo ist sie denn? Oh je, das gibt Ärger. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Geschichte gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und macht dasselbe auch bei Familie McAllister. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.